wie das klappt. Muss jetzt einer stehen oder wie? Warte mal, wie geht das jetzt? Da oben steht jetzt einer, ne? Ich kapiere das jetzt gerade nicht. Wie gehen jetzt die Türen auf automatisch, ha? Ah, okay, ich glaube, wir brauchen eine Logikbrücke oder so. Es ist möglich, keine Gefängnisse in die Zukunft zu schicken. Mit dieser Reise kannst du durch verschiedene Gatter schalten. Auf basierende Uhrzeit, ja, ja, ist schon klar. Installieren einen Server an den Türen, die du fernbedienen möchtest. Platzieren so, dass das Zahnrad genau über der Tür ist. Einmal installiert, kann die Tür über ein Türkontrollsystem oder über eine Türzeitschaltuhr geöffnet oder geschlossen werden. Aha. Türkontrollsystem. Jetzt ist die Frage. Tür. Ja, geht doch. Oder nicht? Ist doch verbunden. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, ich verstehe jetzt langsam. Guck mal nochmal. Okay, ich hab's, glaube ich, falsch gemacht. Verbindung entfernen. Verbindung entfernen. Jetzt haben wir es gemacht. So, ich glaube, jemand muss von hier oben. Von hier aus. Von hier oben aus das verbinden, glaube ich, ne? Oder? Jetzt nochmal die Verbindungen zeigen, bitte. Jetzt müsste es ja eigentlich gehen, ne? Das schickt dann ein Signal runter. Ja. Okay. Komm mal auf. Bei Signal öffnen. Genau, bei Signal öffnen wir das mal. Kannst du mal bitte hier reingehen? Ah, cool, guck mal. Kannst du auch bitte hier hingehen? Ah, geil, es funktioniert. Ich hab's geschafft. Direkt über die Tür muss das sein. Dann machen wir direkt mal weiter. Wir haben da ja noch einen Servomotor. Aber ich glaube, es gibt einen Bug, wenn die Tür hier offen ist. Weil die muss eigentlich zu sein. Sonst funktioniert das nicht. Da Isolierung. Tu mal den Isolierung rein, den Typen. Der steht hier gerade voll dumm rum. Genau, danke schön. Einen Servomotor haben wir noch. Den packen wir direkt hier drüber. Dann hätten wir es auch automatisiert. Kann man es auch da drüber machen. Über das Straßentor. Würde das gehen? Geht das? Alter, geil, das geht. Okay, okay. Dann machen wir das nach und nach. Wie teuer ist das denn?
Ah, 200, das ist nicht teuer oder so. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Aber, pass mal auf. Jetzt muss ich nochmal gucken. Was kann das denn jetzt? Also ich kann sagen, hier verbindet das hier noch mit dem hier. Kann man nochmal die Verbindungen anzeigen lassen. Cool. Würde ich gerne das demontieren. Dann reicht ja eigentlich eine Schalt-, also ein Kontrollsystem, oder? Theoretisch, wenn ich jetzt die drei gemacht habe, dann gehen die automatisch auf und zu. Müssen hier auch noch eins reinsetzen. Da kommen wir nicht drum herum. Guck mal, wie cool. Es geht einfach auf und da kann er, braucht man keinen Wärter mehr dahin schicken. Das ist einfach so nervig. Da haben sie sich eine richtig geile Idee einfallen lassen. Und geht es nicht zu. Ach, die Tür ist kaputt. Werfen wir die weg. Die ist kacke, die Tür. Mein Gott, diese Tür ist... Das ist zum Kotzen mit der Tür. Da, guck, du hattest was. Direkt durchsuchen, mein Freund. Der wollte da was schmuggeln. Wir können ja jetzt nochmal eine Razzia machen und dann ist Feierabend. Razzia! Die Küchenwände sucht die Übergangszellen. Boah, krass, ey. Also wenn das geht, dass man auch die Tür auf und zu machen kann, dann ist das richtig, richtig geil. Aber der sperrt das ja immer noch selber auf. Ob sich das da gelohnt hat, das weiß ich gar nicht. Die Frage ist, kann man das auch über das Solitary-Dingens machen? Weil da gab es ja auch noch eine andere Tür. Passt mal auf hier. Die Tür, ferngesteuerte Tür. Die gab es ja auch noch. Ich glaube, das ist so eine Art Solitary-Tür. Ach, guck mal, das geht sogar auf. Wenn der da raus will, weißt du? Das ist richtig cool. Was ich noch gerne machen möchte. Möchte ich hier noch bitte eine haben? Servomotor. Da noch einen hin haben. Spitzhacke. Oh mein Gott. Die hat er mitgehen lassen. Stimmt ja, von hier unten gibt es ja Spitzhacken und so. Und die letzten Zellen werden durchsucht. Grandios. Das war's jetzt, oder? Automatisches Speichern. Der Horst, ja. Eine Stunde hat 62. Eine Stunde hat 62 Gigabyte. Da hat er nochmal Zigaretten gefunden und da nochmal einen Schraubenzieher. Da wollte er einen Schraubenzieher reinschmuggeln, so ein Sack, ey. Ich finde das cool, dass es dieses Feature gibt. Da geht es nicht schön auf. Man muss nicht immer hinrennen und den Kack aufmachen. Normalerweise können wir hier auch noch so einen Servomotor machen. Überprüfen wir, ob das auch für den hier geht. Ach, das haben wir noch gar nicht verbunden. Stimmt, ja. Stimmt, ja, stimmt, ja. Verbunden, verbunden, verbunden.
1, 2, 3. Das Pult muss ja das Signal zur Tür schicken. Und nicht umgedreht. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier auch funktioniert. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob das auch klappt. Verbinden. So. Jetzt nehmen wir einfach mal den Gärtner und sagen, der Gärtner soll hier raus. Geil, das geht auch. Geile Scheiße. Das gefällt mir. 23 Insassen kommen jetzt. Oh mein Gott, 23 neue Insassen. Da haben wir erstmal zum ersten Mal bedient für die nächsten 3 Jahre. Ach, waren das nur 8 oder wie? Warum gehen die alle hier durch? Was soll denn das? Das ist doch behindert, ehrlich. Umgehen. Das Gefängnis für neue Insassen geschlossen. 11 Gruppen in 4. Also 11 Besucher in 4 Gruppen zugegeben. Was ist das für eine Übersetzung? Zugegen. Da will ich aber noch eine Tür reinbauen, aber die war verbuggt oder so. Das mache ich jetzt nochmal. Ich will da eine Tür reinhaben. Ist mir jetzt egal. Auch wenn die nochmal Geld kostet. Ach, jetzt kapiere ich das langsam. Wir brauchen noch ein Kontrollsystem. Das zweite bauen wir hier hin. Dann können wir nämlich sagen, ja, die anderen Sachen werden dann mit dem verbunden. Oh je, meine. Schlägerei. Ein Toter. Alter, krass, ey. Alter, krass. Moment. Wir brauchen Paramedics. Riot Police. Und jetzt go. Ab dafür. Alter. Alter, wie schnell die da sind. Krass, Mann. Das ist ja... Krass ist das. Bewusstlos. Alter. Was geht denn hier ab, ey? Ist mir egal, kriegst du 12 Stunden Isolierung, weil du nicht spuren willst. Alter. Das ist ja zu krass hier. Alter. Direkt mal einer tot. Mein lieber Scholli, ey, das ging ja wieder mal richtig ab hier. Die Tür geht jetzt natürlich auch, Gott sei Dank. Können wir auch direkt... Ah, die Tür backt immer noch rum. Was ist denn das für eine Scheiße? Demontieren, dann tue ich die Tür eben dahin. Waste. Mach doch mal deinen Job hier, komm. Die Tür geht einfach nicht. Das ist Kacke. Ey, da geht's ja richtig ab hier. Junge. Alter. Guck dir mal an, ey.
überall Blutbad. Das ist grauenvoll, ist das. So, in der Küche möchte ich auch bitte einen haben. Ich habe jetzt die Faxen dicke mit euch. Mir reicht's jetzt. Die Riot Police kann wieder abziehen. Aber die Paramedics brauche ich noch. Alter, wo boxen die denn schon wieder? Was ist denn da dauernd los, Mann? Das gibt's ja nicht. Alter, krass. Stationierung, ja, dann muss er halt da wohl oder übel auch mal einen reinschicken. Sonst wird das hier nichts mehr. So, jetzt brauchen wir nochmal zwei neue Arbeiter, damit wir 10 Polizisten haben. Alter, der tötet den gleich. 2 Tote, mein Gott, ey. Alter, die haben da randaliert drin. Boah. Nee, ey. Also das ist ja unmöglich, ey. Unmöglich. Unter aller Sau ist das hier. Aber wo brauchen wir noch Paramedics? Hier ist noch einer verletzt. Ihr sollt euch schon um den hier kümmern. Kümmert euch mal um die Verletzten, das ist mal viel wichtiger. Boah, krass, ey, ich wollte gerade aufhören. Da fängt es schon wieder an, hier der Zoff und so. Meine Güte, ey. Das ist ja ein Chaos hier, das ist ja nimmer normal. Ist halt normal im Gefängnis, da kriegst du... Wenn der eine nicht spurt, kriegt der eine in die Fresse rein. Und wenn der nicht spurt, dann gibt's Schlägerei und dann geht's ab hier. 6 Stunden Isolierung, ab geht's dafür. Ja, in der Dusche, da würde ich auch gerne mal einen reinstationieren, weil da knallt auch voll oft und so. Muss ja auch mal sein. Hier, verbindet den mal und den auch. So, gibt's da noch Verletzte? Anscheinend nicht mehr, nur noch die paar. Ja, erst einmal, wow, ich muss sagen, ey, das ging ganz schön ab hier gerade, also nicht von schlechten Eltern. Wir haben einen Hausmeister verloren. Den ersetzen wir natürlich. Nee, nicht schon wieder. Ach, hört doch auf, Junge. Weißt du was? Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Hier, Isolierung 6 Stunden. Ab die Post. Eine Fresse. Immer diese Faxen, die da machen. Was ist Schlimmes, ist das mit euch? So, hier auch ein Servomotor hin. Hier auch. Hier auch. Speichern. Hier ein Servomotor. 1, 2, 3, 4 sind das. So, die haben wir schon alle verbunden. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wollen wir das eine Pult entlasten und dann die anderen benutzen. Für die Türen auf und zu machen. Meine Herren, ey. Alter, was war das? Knallt schon wieder. Wo knallt's denn da schon wieder? Da hat einer, will einer die Tür einschwatten. Ach, da drin.